habe eine Idee wegen dem letzten Video. Zu viele Fragen zur Lightband-Kamera und zu wenig Zeit in einem Video. Deswegen. Beantworten wir heute Fragen. Okay, nochmal zusammengefasst. Das letzte Video auf dem Kanal war über eine Lightband-Kamera. Dazu gab es sehr viele Fragen und ein paar Fragen davon wähle ich mir heute aus. Das Wichtigste vorweg. Ich habe in dem letzten Video diese günstigen China-Webcams gezeigt und ich habe bei meiner China-Webcam das Problem gehabt, dass wenn ich die per USB verbinde, dass die vom System erkannt wird, aber wenn ich Lightburn starte, crasht Lightburn. Und das liegt an dem Kameraerkennungssystem. Du kannst über Bearbeiten und Einstellungen das Kameraerfassungssystem von benutzerdefiniert auf Standard ändern. Damit war bei mir dann das Problem behoben und die Webcam funktionierte. Easy. Frage 1. Der Stefan hat gefragt, ob er die Kamera mit geöffnetem Deckel installieren soll. Und beides ist möglich. Du kannst die Kamera mit geöffnetem und geschlossenem Deckel installieren. Beides hat auch Vor- und Nachteile und da gehe ich jetzt im Folgenden drauf ein. Mit geöffnetem Deckel hast du den großen Vorteil, dass du live positionieren kannst. Und dazu, das habe ich im letzten Video nicht so ganz gut erklärt, musst du wissen, dass in Lightburn zwei Bilder existieren. Einmal die Live-Position der Kamera, das ist die ungefilterte Ansicht oben rechts. Und jedes Mal, wenn du einen Screenshot von der Arbeitsfläche aufnimmst, von der Kamera abnimmst, dann wird das über die Verrechnung der Kameraausrichtung und der Kamerakalibrierung auf den Hintergrund, auf deine Arbeitsfläche projiziert. Und das musst du jedes Mal wirklich machen, indem du einen Klick tätigst, Overlay aktualisieren und dann hast du den neuen Screenshot, das neue Bild der Kamera bereinigt, um die Kalibrierung im Hintergrund liegen. Und dazu ist es besser, dass der Deckel auf ist, weil wenn du etwas positionierst und das ist ein bisschen schräg, kannst du halt mehrmals das Overlay aktualisieren, eine Hand auf der Maus, die andere im Laser, Laser aus dabei, und immer Overlay aktualisieren, Overlay aktualisieren, Overlay aktualisieren und dann kannst du dabei den schon erstellten Schriftzug oder die erstellte Gravur direkt an das Objekt, was du da hinschiebst, positionieren. Du musst nicht jedes Mal Klappe zu, Overlay aktualisieren, weil dann ist ja die Kamera erst in der Draufsicht, Klappe auf, einen Millimeter verschieben, Klappe wieder zu, Overlay aktualisieren. Und bevor jetzt wieder Kommentare kommen, ja, mir ist bewusst, man kann ja auch ein Bild von der Webcam abnehmen und egal, ob es dann schräg ist oder nicht, wenn die Klappe zu ist, man lässt sie zu und passt die Grafik an über Skalieren, Drehen. Aber ich bin nicht du und ich bin ein bisschen anders. Ich bin so ein bisschen autistisch veranlagt. Das muss für mich schon irgendwie gerade im Laser liegen. Ansonsten habe ich ein Problem damit, das schräg zu lasern. Ich bin da irgendwie komisch, ich weiß nicht warum. Es gibt aber auch einen Vorteil, wenn die Klappe zu ist und die Kamera auf die Arbeitsfläche orientiert ist, denn dann brauchst du keine zwei Kameras. Ich hatte ja im letzten Video gesagt, es ist sinnvoll, zwei Kameras zu nutzen. Eine, wenn die Klappe auf ist, mit der Draufsicht auf die Arbeitsfläche und eine zweite, wenn die Klappe zu ist, die du irgendwo ins Gerät stellst als Überwachung und dann switchst du einfach in Lightburn. Da switchst du das Kamerasystem und hast eine Überwachung. Den Vorteil kannst du kombinieren, dass wenn die Klappe geschlossen ist, die Kameraposition von der Arbeitsfläche abgenommen werden kann, als Hintergrund in Lightburn gelegt wird, als neues Overlay gelegt werden kann und du auch die Kamera als Überwachung nutzen kannst. Wiederum zu einem weiteren Nachteil, ich weiß, es ist kompliziert, dass du dann eine weitwinkligere Kamera brauchst. Also nicht nur 115, 120 Grad, sondern noch weitwinkliger. Dann werden die wiederum ein bisschen teurer und, lass dir auch von einem Profi gesagt sein, diese Kameralinsenkalibrierung, umso weiter die verzerrt ist, verzeichnet, optische Verzeichnung, fälschlicherweise optische Verzerrung häufig genannt, umso schwieriger wird das für Lightburn auch, die zu kalibrieren. Kannst du dir vorstellen, wenn du durch ein wirklich krasses Fisheye guckst, wird das schwieriger, das wieder vernünftig hinzubiegen. Dafür gibt es auch bei Lightburn, sobald du die Kameralinse kalibrierst, Vorlagen und da gibt es ja auch einen Knopf mit, ist das ein Fischaugenobjektiv und ist das ein Standardobjektiv? Ich weiß nicht, was da als Algorithmus oder als Programmcode hintersteht. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn du dort Fischaugenobjektiv anwählst, dass die Software, der Programmcode sofort weiß, okay, hier muss ich ein bisschen aggressiver dran gehen, weil jetzt ist es wirklich verzerrt. Frage 2. Waren wir bei 2? Daniel hatte gefragt, ob ich das Brett, was ich über den Einrichtungsassistenten mit den Markern habe lasern lassen, wiederverwenden kann. Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Und das sind zwei. Du musst den Einrichtungsassistenten nochmal durchlaufen, wenn du das Brett neu auf die Arbeitsfläche legst.
Und dann ist es natürlich nicht mehr auf der gleichen Position. Ja, ist es dann 2 oder 3 Millimeter verschoben oder 1 Zentimeter nach links oder nach rechts, ist es egal. Du kannst nämlich in dem Einrichtungsassistenten nochmal ein neues Bild aufnehmen. Wichtig dafür ist, dass du den gleichen Maßstab wählst. Auf der Seite davor kannst du den Maßstab wählen. Ich habe meinen jetzt bei 136 gewählt. Und das ist der Maßstab, mit dem ich dieses Brett auf meinem speziellen Laser hergestellt habe. Und jedes Mal, wenn ich das Brett wieder auf die Arbeitsfläche lege und ein neues Bild aufnehme, kann ich die Marker wieder zuordnen. Und das ist gleich eine Anschlussfrage. Das gilt für all die, die wirklich perfekt positionieren wollen. Ich muss da, glaube ich, nicht mehr viel zu erklären, aber über der Kamera, über dem Live-View der Kamera, gibt es halt den X- und den Y-Versatz. Bist du penibel und willst du wirklich genaue Gravuren machen, kannst du über den X- und Y-Versatz und die Breite und Höhe deine Gravurposition auf den letzten Zehntel perfekt positionieren. Ich weiß nicht, ob ich die Frage gelesen habe, aber du kannst auch da über 2 Slider den Hintergrund der Kamera ein- und ausblenden und komplett wegnehmen. Dann gab es ein paar Leute aus der Diodenlaserfraktion, die gefragt haben oder festgestellt haben, dass der Diodenlaser ja immer im Weg ist. Genau das gleiche Problem habe ich ja bei meinem Laser auch, aber man kann ihn bei der Kalibrierung und auch bei der Einrichtung und auch bei dem Overlay aktualisieren, halt den Laser immer rausfahren. Hier zum Beispiel bei der Kameraeinrichtung, genau da, wo ich in der letzten, vorletzten Frage gesagt habe, dass man das Overlay, dass das Bild neu aufnehmen muss, da gibt es auch Slider, um den Kamerakopf da, wo man das Bild aufnimmt, wegzufahren. Das heißt, du legst dieses gravierte Brett auf die Oberfläche und ist dein Kopf im Weg, kannst du aus der Oberfläche raus den Kamerakopf woanders hinfahren. Letzte Frage zum Video, dann zeige ich dir noch was Schönes. Das habe ich im anderen Video nicht verraten. Und du sollst ja auch ein bisschen belohnt werden dafür, dass du das hier schaust. Pascal hatte gefragt, ob die Kameraposition immer gleich sein muss oder ob die auch abweichen kann. Das ist schwer zu beantworten, ja und nein. Also natürlich ist es sinnvoll, die Kamera immer an der gleichen Position stehen zu haben, wenn du immer die gleiche Arbeitsfläche abnimmst. Wenn du die Klappe aber bewegst, wird sich die Kamera zwangsläufig verschieben. Hast du den gleichen Abstand zur Arbeitsfläche, kannst du sie gerade rücken. Falls du feststellst, dass du Abweichung hast in der Gravur über den Versatz, gibt es die Möglichkeit, das ohne Kalibrierung zu machen oder halt einfach schnell nochmal neu kalibrieren. Das Kalibrieren ist kein Akt. So, das Brett ist da, ihr legt es drauf. Kalibrierungsassistent auf, einmal durchklicken, Marker setzen, fertig. Zu der Kamerapositionierung habe ich noch was zu sagen. Ich habe eine Kamera, diese günstige China-Kamera, die ich in meinem Laser eingebaut habe, die hat so einen 360-Grad-Kugeldrehkopf. Und der ist nicht optimal, deswegen habe ich dir den halt nicht über diesen Amazon-Link verlinkt, sondern eine Kamera, die dem gleichen Preissegment war. Ich gehe davon aus, dass es sowieso alles die gleichen Kamerasensoren sind. Aber diese Kamera, die ich da praktisch in den Link gepackt habe, da habe ich einen Schritt weiter noch gedacht. Das ist nicht meine, denn meine ist nochmal auf diesem Kugelkopf gelagert und der ist wirklich sehr penibel. Ein Nutzer hat das geschrieben, ein Zuschauer hat es geschrieben im letzten Video. Die muss man nur angucken und dann verzieht die sich schon. Und deswegen habe ich eine genommen, die halt auch in 360 Grad verstellbar ist, aber halt über zwei, wie sagt man das, Festlager, sagt man in der Mechanik. Also einmal so und einmal so. So, jetzt machen wir was Schönes, das Objekt verfolgen. Ich suche mir jetzt mal einfach irgendeinen Gegenstand, wo eine Grafik drauf ist. Die lege ich auf die Arbeitsfläche und wir nehmen die direkt von Lightburn als Bild ab und vektorisieren die gleich. Lass mich mal gucken. Und ich kann es ja mal dabei belassen, dass ich dir die Funktion vorstelle und zeige, was man machen kann. Das heißt, einfach Objekte auf die Arbeitsfläche legen, Objekt verfolgen klicken und dann aus dem Bild heraus vektorisieren. Also ich will nochmal sagen, es lohnt sich nicht, so eine Grafik zu vektorisieren, weil ich fahre die Linien nicht. Ich möchte das eher, das Bild würde ich eher abnehmen und als komplettes Bild irgendwo drauf gravieren. Wir nehmen aber mal den Schriftzug hier ab. Der sieht ganz gut aus. Brüder Grimm, Kinder und Hausmärchen. Ja, verfolgen klicken und dann geht das Bildverfolgen, der Bildverfolgen-Modus auf und dann kann man hier wie bei der Vektorisierungsfunktion von Lightburn verschiedene Parameter wählen. Abgeschnitten, Schwelle, Glätten, Optimieren, aber ihr seht hier schon, die Auflösung der Kamera ist nicht die beste, um von der Arbeitsfläche zu vektorisieren. Okay, brechen wir mal hier ab. Ich liebe Lightburn zwar, aber ab und zu muss man auch mal feststellen, dass es in manchen Bereichen noch Schwächen hat. Vektorisieren mit Lightburn ist okay. In dem Fall sind hier 2 Sachen, die aufeinandertreffen. Einmal, dass die Vektorisierungsfunktion von Lightburn nicht der von Vektorprogrammen wie Inkscape oder Adobe Illustrator entspricht. Und zweitens, dass meine Auflösung für diese Art von Aufgabe zu gering ist.
Also da wäre eine 4K-Kamera und da haben wir jetzt auch einen Anwendungsfall für eine 4K-Kamera durchaus sinnvoller, um mehr Auflösung auf der Arbeitsfläche als großes Bild abzunehmen. Denn das Resultat gefällt mir so nicht und ich würde es eher einscannen, dann habe ich eine hohe Auflösung, im Illustrator vektorisieren für ein besseres Resultat oder im Inkscape, in Inkscape, das freie Vektorprogramm. In dem Programm habt ihr nämlich mehr Möglichkeiten, mehr Algorithmen anzuwenden, die euer Resultat mehr dahin bringen, wo ihr hin wollt. Ich wollte es dir nur noch mal zeigen, damit du weißt, dass diese Funktion existiert. Ich glaube, ich habe das Thema Lightburn-Kamera fürs Erste erstmal umfangreich dargestellt. Fragen und Antworten, Kamera ausrichten, kalibrieren. Gibt es noch Themen? Es gibt immer noch Themen, auch die mir jetzt gerade im Kopf rumschwirren. Klar, wie groß ist der Einfluss einer 4K-Kamera? Ab welchem Fisheye-Objektiv wird das Ausrichten zu schwer? Wie gut, für welche Arbeitsfläche? Ich habe ja nur eine Arbeitsfläche hier. Was habe ich hier? Ich muss mal auf meinem Schild gucken. 500, 300. Für welche Arbeitsfläche braucht man welchen Kamerawinkel, welchen Weitwinkel? Ja, es gibt so viele Fragen, aber da geht man so sehr ins Detail. Dazu am besten Patreon werden und von mir ein bisschen Hilfe bekommen. Hau rein! Komm schon, gib's zu, du hast darauf gewartet, auf diesen Moment. Du hast das Video bis ganz zum Schluss geguckt, um dir genau das